Und jetzt geht's los, Leute. Es ist vorbei, ja? Ich will jetzt nicht mehr weiterspielen. Soll ich mal ein Video filmen, wo ich lauter Sachen bestelle, die ich nie haben durfte, um meine unerfüllten Kindheitswünsche zu verwirklichen? Und nun ins Baumhaus, Deutsche gibt es hier, so viel kannst du entdecken. Leute, ihr glaubt nicht, was Stevie und ich gerade für einen Spielzeug-Warenladen-Marathon hinter uns gebracht haben. Könnt ihr euch noch an dieses Toy-Race-Spiel erinnern? Irgendwas alles rein. Ja, alles. Einfach irgendwas. Leute, irgendwie erinnert mich das so an so einen Sarg. Aber hi, oh mein Gott, du bist mein Furby. Und liebe Verwandte, so sehr hätte ich mich freuen können zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wenn ich diese Sachen gekriegt hätte, ey. Nein, Spaß. Meine Kindheit wurde durch ganz andere Dinge bereichert. Wie zum Beispiel selbstgestrickte Socken. Spaß, Leute, die wünsche ich mir noch heute. Selbstgestrickte Socken sind saugeil. Der hat noch so tote Augen, guckt mal. Apropos spooky. Da muss ich jetzt die ganze Kfz-Werkstatt hier auspacken. Hallo. Hallo! Funktionierst du? Komm jetzt. Warum in Gottes Namen hat man nicht einfach einen normalen Schraubenzieher? Männer. Scheißdreck! Das war die ganze Zeit offen. Batterien? Pennt der? Er ist gerade aufgewacht, glaube ich, aus dem Schlaf. Das ist gerade Spanisch. Ja, das war... Okay, er hat gerade genickt. Ich komme nicht klar, das ist ja geil. Wir werden gute Freunde. Das macht voll Sinn, was seine Reaktion... Man soll wohl auch hier hinten ziehen können. Der hat gerade ernsthaft ge... Bro, kannst du mich einmal ausreden lassen? Hallo? Frisst er gerade meinen Finger? Okay, das kann er also auch. Süß, das gefällt ihm und jetzt ist ihm schwindelig. Oh! Creepy. Blab, sag einmal! Ich würde sagen, wir haben genug gesehen. Wenn der jetzt auf einmal ohne Batterien anfangen würde zu reden, dann würde ich mir so in die Hosen machen, Leute. Weiter geht es mit einem von diesen kleinen Männchen hier. Oh mein Gott, welche Farbe soll ich da nur nehmen? Den gelben. Kommentiert bitte unten, ob ihr irgendwelche von diesen Sachen kennt bzw. selber hattet und ob die eure Kindheit wirklich so sehr bereichert haben, wie ich immer dachte. Die sind eigentlich so richtig 90s und ich erkläre gar nicht lange, was die machen, sondern ihr seht es einfach selbst. Ja! Das ist so satisfying. Ich hatte das nie. Freunde von mir und im Kindergarten und so hatten wir das. Oh, 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 oh. Mann, über Bord! Manfred! Lebst du noch? Ah! Wollt ihr mir jetzt wirklich sagen, dass der nach einmal Wandern schon kaputt ist? Well, vielleicht sind die Katzenhaare hier schuld, auf die er die ganze Zeit fällt. Probieren wir noch einen anderen aus? Junge, ich kleb dich jetzt einfach so da dran. Du bist zu dumm. Nein! Okay, Freunde, jetzt weiß ich, warum da 100.000 Stück drin sind. Miep, miep, miep. Hallo und willkommen, Kinder, zur heutigen Togolino Super RTL Club Nacht. Tag. Wir testen heute das hier. Hey now kids, come gather around, see what's skipped in the town, but the very best thing of all... Ja, jetzt ist das da festgebunden. Und ich weiß nicht, wo die Schere ist. Was für ein Aufwand. Und jetzt geht's los, Leute. Wir lassen das jetzt. Ich bin zu sehr Körperklaus für das. Es ist vorbei, ja? Ich will jetzt nicht mehr weiterspielen. Und wehe, es judgt mich jemand in den Kommentaren, dass ich zu blöd dafür bin. Scherz, ich wollte einfach nur nochmal ins Bild kommen.
Good old times. Wurde mittlerweile umbenannt in Sister statt in Model. Ich hab richtig Bock. Oh mein Gott. Wenn man nie wieder Besuch haben möchte, könnte man sich den wie so ein Rehkopf an die Wand hängen. Lalalala. Na dann fangen wir mal mit den Haaren an. Die riechen nach dem Jahr 2000, Leute. Wow. Du hast ganz schön viele Haare. Wie nennen wir sie überhaupt? Schreibt Namensvorschläge unten in die Kommentare. Bei ihr bleibt nicht alles im Lipgloss hängen, sondern in den riesigen Wimpern. Was stellst du dich denn so blöd an? Tiffany. Sie sieht aus wie eine Tiffany. Danke trotzdem für eure Namensvorschläge. Well. Mal gucken, wie sich da jetzt Lidschatten auftragen lässt. Oh, wow, Leute! Guckt euch mal diesen Fallout hier an. Besser. Redet mittlerweile schon jemand, was es werden soll? Moment. Schaut sie euch an. Ist sie nicht hübsch geworden? Es fehlt nur noch das gewisse Etwas. Deshalb habe ich jetzt gerade einen Rasierer von meinem Freund geklaut. Seid ihr bereit? Ich bin es nicht. Ah! Ist der Rasierer danach für die Tonne, weil er so stumpf ist? Leute, eines kann ich euch sagen, diese Puppe werde ich behalten, um mich bei Mental Breakdowns abzureagieren. Statt dass ich das dann bei mir selber mache, lebe ich es an ihr aus. It's a vibe, it's a look. It's the baby aus Toy Story. Ich glaube, so viel Spaß wie bei diesem einmal spielen hätte ich in meiner gesamten Kindheit nicht mit diesem Kopf gehabt. 10 von 10 Punkten, Leute. Verlinke euch alle Sachen übrigens auch unten in der Infobox. Kommen wir jetzt zu etwas, das mir eventuell heute Nacht den Schlaf rauben wird, Leute. Und zwar ein Tamagotchi. Da war ich im Kindergartenalter in einem Ferienlager und ein Mädchen hatte eben einen Tamagotchi und der musste einfach rund um die Uhr gefüttert werden. Und 20 Jahre später hat mir jetzt gerade ein Vögelchen das hier gezwitschert. So Tamagotchi can pause. Tamagotchi, the original virtual reality pet. Ja Leute, man kann es pausieren. Und auf diesem Ferienlager haben wir einfach alle keinen Schlaf gekriegt deswegen. Und lustigerweise wollte ich dieses Ding trotzdem haben. Today is the day. Ganz geil auf jeden Fall ist, dass man hier verschiedene Tiere auswählen kann. Wir nehmen den Löwen. Okay, süß. Ja, der geht jetzt hier von einer Seite auf die andere. Und was mache ich? Und zwar kann der hier zum Beispiel aufs Klo gehen. Man kann mit ihm spielen, ihn streicheln und Liebe geben. Es ist mehr oder weniger wie Sims, nur oldschool und mit einem Tier. Gib's zu, ich hätte Let's Playerin werden sollen mit diesen Beschreibungsskills. Lassen wir ihn aufs Klo gehen. Was genau ist da gerade durch die Luft geflogen? Ich weiß nicht, ob wir es wissen wollen. Es gibt sogar einen Shop. Ach so, nein, ich habe noch keine Kohle, glaube ich. Hä? Ah, man kann ihm was vorsingen. Ich find's retromäßig, ich find's geil und ich werde es die nächsten paar Stunden weiter anlassen und damit meinen Spaß haben. Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Es ist 7 Uhr morgens und ich dachte unten beim Frühstück, dass ich irgendwas mit meiner Bluetooth-Box oder so verbunden hatte und dann ist mir eingefallen, oh mein Gott, ich habe ja gestern dieses Viech hier noch gezüchtet. Alles in allem finde ich es ganz lustig. Es ist für Kleinstkinder wesentlich eher geeignet, finde ich persönlich, als Tablets mit krassen Apps, wo man irgendwie gar keine Kontrolle mehr über irgendwas hat. Appreciaten wir an dieser Stelle auch nochmal mein cooles Home-Outfit, Leute. Das ist einfach aus meiner eigenen Kollektion. Diese kurze Hose und die sitzt so gut. Das ist so eine Baumwollhose, beides fair produziert mit passendem Shirt, wo die Pad drauf ist mit mir. Und meinem Cute-Slogan, ich glaube, das wird jetzt im Herbst und Winter nur noch getragen von mir. Ich packe euch den Shop mit meinen Klamotten wieder mal unten in die Infobox. Schaut gerne vorbei. Okay, Leute, für das nächste Teil seid ihr nicht ready, okay? Man kennt es aus diversen amerikanischen Serien und Filmen. Sowas habe ich bei uns damals auch nie in irgendeinem Spielzeugladen oder so gesehen. Hoppada. Oh mein Gott. Hätte ich das gehabt als Kind, dann würde ich jetzt nicht hier auf YouTube vor euch stehen, sondern Konzerte vor ausverkauften Hallen spielen. Also wenn ihr mich fragt, ist das extremst geil. Das Ganze ist sogar ein Keyboard. Das heißt, wir können da gleich verschiedene Töne machen. Seid ihr bereit? Warte, sind das schon die Tasten, auf denen ich jetzt sitze? Danke, danke. Ja, Leute, so sehen Wunderkinder aus. Hättet ihr auch nicht gedacht, ne?
Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt gar nicht von mir. So, jetzt lege ich einen richtig heißen Beat aufs Parkett. Wortwörtlich. Scheiße, hat's jemand erkannt? Trompete! Xylophon? Breakdance? Es ist wie Twister, nur kann man alleine seinen Spaß haben und auch noch Musik machen. Würde ich meinem Kind tatsächlich kaufen, finde ich echt kreativ und cool. Schreibt mir an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich irgendwelche Instrumente spielt. Ich habe früher Schlagzeug gespielt und überlege, das wieder einzuführen. Ansonsten schaut jetzt auch gerne auf meinem Vlog-Kanal vorbei, da ist gestern wieder ein neues Video online gekommen. Jede Woche Samstag seht ihr da Zeugs aus meinem Alltag und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bye!